Thema rationale Zahlen. Wir sind in der 7. Klasse im Gymnasium und überlegen gerade, wozu braucht man rationale Zahlen. Erinnern wir uns mal, in der 1. Klasse, da sah das mal so aus. Wir haben gesagt, naja, wir können 3 minus 1 ist gleich 2, das konnte man lösen, aber wehe, es stand da 1 minus 3, dann hieß das früher, geht ja gar nicht. Naja, mittlerweile wissen wir, es geht ja wohl. Denn, aber nicht nur das, auch später in den nächsten Klassen ging es dann wie folgt weiter. Da hieß es dann meinetwegen 35 geteilt durch 7, das hat man wie ein Baby geschrieben. Ja, das geht ja, das kann man ja machen, aber an solchen Stellen ist man gescheitert oder wehe, es stand da 7 durch 35, geht ja gar nicht. Und dafür hat man rationale Zahlen erfunden. Einerseits, weil hier negative Zahlen rauskommen, hier kommt minus 2 raus und hier kommt, und jetzt kommt gleich eine Profi-Schreibweise, 7 durch 35 kann man auch so schreiben. Das machen die Profis im Allgemeinen grundsätzlich und haben dadurch einen fertigen Bruch. Kann man auch kürzen, weiß ich, durch 7, ein Fünftel müsste also rauskommen. Ein Fünftel, gut. Nichts Schlimmes und hier diese minus 2 ist eigentlich auch nichts Schlimmes. Nochmal für alle die, die es nicht mehr so richtig drauf haben, man kann sich das wie folgt vorstellen. Nehmen wir mal an, wir hätten einen Thermometer. Hier wäre 0 Grad Celsius und ich nehme jetzt mal diese Aufgabe, das heißt also bei 1 Grad, ja, 1 Grad Celsius starte ich. Ich mache das jetzt mal in Rot und die Temperatur sinkt um minus 3 Grad herab. Also ein Schritt, noch ein Schritt, noch ein Schritt. Dann lande ich hier, kann ich tak, tak, tak abzählen bei minus 2 Grad Celsius. Eigentlich logisch. Manche überlegen sich das mit Schulden. Ich habe noch 1 Euro, mache 3 Euro Schulden, dann habe ich 2 Euro Schulden und so weiter und so fort. Das ist der Hintergrund, weshalb man auch rationale Zahlen entwickelt hat. Man kann also dann Rechenoperationen ausführen, die man sonst nicht ausführen konnte. Gut, gehen wir gleich mal auf bestimmte Beispiele ein. Zum Beispiel steht auf der Seite 196 in diesem Buch die Aufgabe 8. Da steht bei A, was steht da? Minus 2 Drittel mal minus 3 Viertel. Das steht da. Wie man damit umgeht, ist eigentlich einfach. Einfache Regel, minus mal minus ergibt plus, beziehungsweise ich könnte mir dieses Vorzeichen hier sparen. Und jetzt geht es einfach so weiter, wie man mit der Bruchrechnung umgeht. 2 mal 3, okay, ist 6. Und 3 mal 4 ist 12. Jetzt sieht die Aufgabe natürlich ein bisschen unübersichtlich wegen der Klammern aus, aber man muss die Klammern setzen, weil wir ja letzten Endes negative Brüche da haben. 6 Zwölftel kann ich noch kürzen, das ist also ein Halb. Wie hätte ich es vorher kürzen können? Achtung zum Kürzen. Von oben nach unten, unten nach oben geht. Es geht auch schräg. Aber es geht nie quer rüber. Also nie waagerecht kürzen. Ne? Das wäre verrückt. Gucken wir uns mal an, ob wir auch hätten kürzen können. Ich mache das mal in einer anderen Farbe. Ich gucke mir die 2 und die 4 an. Die gehen beide durch 2. Also habe ich hier eine 1 und hier habe ich eine 2. Und die 3, die gehen beide durch 3 zu kürzen. Und dann habe ich hier eine 1. 1 mal 1 ist 1. Aha, stimmt. Und 1 mal 2 ist 2. Also muss rauskommen so oder so ein Halb. Man kürzt vorher, damit man nicht mit Wahnsinnszahlen umgehen muss. Eine ähnliche Aufgabe kommt dann bei Aufgabe 8 und so weiter. Da geht das die ganze Zeit so weiter. Wir nehmen mal eine andere Aufgabe aus dieser Rubrik und zwar Aufgabe 8c. Die C, ich mache das mal hier weiter. Ach hey. Ja, nehmen wir die 14 33. 14 33. Mal, jetzt muss ich wieder eine Klammer setzen, weil ich eine negative Zahl habe. 121 98. 121 98. So, wie geht man damit um? Jetzt wären wir ja wahnsinnig, wenn wir sagen, naja, 14 mal 121 ist ja ganz leicht. Und das wäre verrückt, das würde ich keinem raten, sondern wir gucken erstmal, ob wir kürzen können. Ich sehe hier Folgendes, die 121 und die 33 gehen beide durch 11. Machen wir das. Durch 11 ergibt hier eine 3, durch 11 ergibt hier eine 11. Ich gucke mir die 14 und die 98 an und sage, eigentlich müssten die ja auch irgendwie passen. Wenn ich sage 8 mal 14, dann wird es schon ein bisschen groß. 7 mal 14 vielleicht. Probieren wir es mal in Gedanken aus. Wir sagen einfach durch. Nö,
Nehmen wir mal an, wir wissen es nicht, dann kann man sich auch wie folgt dran kürzen, das habt ihr wahrscheinlich auch gelernt. Durch 2 gehen sie beide. Kürzen wir mal durch 2. Dann erhalte ich hier eine 7 und das durch 2. 100 durch 2 wären 50, also muss es 49 sein. Und spätestens jetzt sieht man, aha, die wären beide auch schon durch 14 gegangen. Ich kann jetzt nochmal durch 7 kürzen, das ist 1 und hier ist eine 7. Was bleibt jetzt hier übrig? Und da empfehle ich den Schülern immer zu sagen, alles das, was echt übrig bleibt, wird eingekreist. Auch hier die 1, auch hier die 3. Und jetzt kann ich die Multiplikation ganz einfach durchführen. Jetzt sage ich einfach, 1 mal 11 ist 11 und 3 mal 7 ist 21. Aber man ist immer gut beraten, sich zu Anfang um die Vorzeichen zu kümmern. Hier steht nichts, also es ist ein Plus mal Minus ergibt Minus. Und 1 mal 11 ist 11. Jetzt, wenn ich das Vorzeichen gelöst habe, ist das ganze Thema durch. 11 21stel ist das Ergebnis. Gibt es dazu Fragen? Ich mache mal Pause. Es gab keine Fragen. Wir gehen wieder auf die Seite 196 war das und Aufgabe 14 interessiert uns. Und zwar, da gibt es doppelte Klammern.